ja, gehen wir hier runter und kommen dann hier in der Sackgasse. Geil. Verlaufen mich schon wieder an meinen eigenen Häusern. Yeah! Ah, hier waren auch noch Zimmer. Und da unten sind auch noch Zimmer. Im Prinzip sind überall Zimmer, Zimmer, Zimmer. Und ich weiß nicht, wo ich lang soll. Egal. So, dann laufen wir jetzt hier lang. Hier ist der kleine Bahnhof, in den man reingefahren kommt. Und, ja, der sieht jetzt optisch nicht so geil aus, aber ist halt zweckmäßig. Und das Schaf geht mir auf den Sack, weil das frisst mir ständig die Wiese weg. Stirb! Danke! So. Hier ist ein kleines Abwassersystem. Ich habe keine Ahnung, warum ich das gemacht habe. Ich hatte wahrscheinlich extreme Langeweile. Auf jeden Fall gibt es ja ein wirklich komplettes Abflusssystem, in das man nicht reinkommt. Weil ich es zugebaut habe. Ich schlingel. Ja. Hier ist der Seiteneingang, der nochmal in diesen Raum hier führt. Und dann laufen wir weiter. Gehen wir mal die Treppe hoch. Dann geht es hier auch nochmal auf dieses Plätzchen. Und hier kommt man dann wieder zum Pool. Liegestühle. Hier geht es dann zum Pool vom nächsten Häuschen. Dem hier. Halt. Da sollte man aber vielleicht doch unten lang gehen. Also es gibt zwar oben jetzt hier einen Weg lang, aber ich meine, wer klettert schon gerne über den Balkon von anderen Leuten, ne? So. Dann haben wir hier nämlich das Häuschen. Und dann geht das hier hoch. Und hoch. Und hoch. Und da geht's noch weiter hoch. Hier ist die Brücke, die führt zu einem anderen Haus. Hoch hinaus. Häuschen. Noch eine Treppe. So, und schon sind wir ganz oben. Man kann hier sogar einmal komplett runterspringen. Platsch. Und dann geht's hier lang. Dann kommt man hier auch nochmal in so einen kleinen Gang. Und kann hier wieder raus. Ja. Kleines Gebäude. Also wir nehmen jetzt mal die Abkürzung. Laufen jetzt direkt mal hier oben lang. Und dann laufen wir hier weiter und weiter und weiter. Da drüben kleine Arena. Ein paar Häusern. Ja, hier Türen. Man kann natürlich einmal komplett drumherum laufen. Das machen wir jetzt aber nicht. Hier ein ganz schmaler Gang. Dann ist hier die Treppe nach unten. Das Gebäude ist komplett leer. Es gibt hier gar nichts. Nichts. Außer zwei Hunde. Aber was auf jeden Fall drin ist, ist ein Klo. Ein komisches Klo. Klos dürfen nicht fehlen. Es ist, da wird man irgendwann geprägt. Wenn man bestimmte Personen kennenlernt, dann baut man nur noch Klos. Ist ja auch oft so, wenn man Besuch kriegt, stehen dann die Leute da und sagen, habt ihr hier eine Toilette? Und die Frage ist eigentlich total dämlich, aber was soll man darauf antworten? Ne, wir scheißen in den Garten. Ah. So, dann gehen wir hier lang. Dorf, 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 Dorf. Boah, Ruckla, Ruckla. Hey, geil, die haben eine Kiste. Hier, ich schenke euch Minecarts und Eier. Und noch ein Minecart. Viel Spaß. Apropos, wo sind überhaupt die ganzen Dorfbewohner hin? Wenn man mal so drüber nachdenkt. Boah, was ruckelt denn hier so? Ist ja unglaublich.
Skelette haben wir hier, bis der Arzt kommt, aber wo sind die Dorfbewohner? Auf der Flucht wahrscheinlich. Hier ist auch nochmal so ein kleines Häuschen. Habe ich irgendwann mal gebaut. Halt, das war gar nicht der Eingang. Habe ich ein Bildchen gesehen. Auf Facebook werden ja immer ganz viele Bilder gepostet von irgendwelchen Gebäuden, die ja so traumhaft sind. Und die nehme ich mir oft als Vorlage und versuche die dann nachzubauen. Ja, kommt bloß halt jedes Mal was anderes bei raus. Hier eine dicke Mine. Direkt unterm Häuschen. Die ich aber mehr oder weniger noch nicht so wirklich erkundet habe. So, dann geht's hier raus und hier rum. Und dann kann man hier hoch. Dann hat man hier eine schöne Terrasse. Ich finde ja, dieses Holz sieht mehr aus, wie, als wenn es so eine Lagerkisten wären. Also, das hätte ich auch nie als Wand genommen. Aber es ist halt erst seit dem letzten Texturen-Update von Honeyball. Sie ist schuld. Nein, ist nicht. Ich meine, man kann ja immer noch aufs Alte herumswitchen und wahrscheinlich die Parts auch austauschen. Aber das machen wir nicht. Na du? So, dann geht's hier rein. Eine Sitzecke. Ganz viele Zimmer. Wollte ich ursprünglich auch mal ein Hotel draus machen. Aber bei dem Projekt war ich mir nie wirklich sicher. Ich bin immer total verwirrt, weil ich hier nicht weiß, was ich noch so weitermachen soll. Also ich meine, das Gebäude ist riesengroß, hat so viel Potenzial. Aber die Umsetzung ist ja auch nicht immer so einfach. Da ich ja nun auch so ein kleiner Perfektionist bin in der Sache, Hinsicht. Whatever. Tja, man kann es nicht allen recht machen. Und ich mir selber sowieso nicht. Moment. Dann geht's runter in den Keller. Und durch ein Lagerhaus. Jetzt wird's mir erst klar. Alle meine Häuser sind leer. Das Einzige, was drin ist, sind Lagerhäuser und Toiletten. Oh mein Gott. Mein Leben besteht aus Lagerhäusern und Toiletten. Ja, da muss man nochmal drüber reden. Das ändern wir dann auch mal. So, dann geht's hier zu den Zellen in der Arena. Da haben wir uns nämlich mittlerweile hingegraben. Hat das geruckelt. Heftig, heftig. So, hier kommt man dann rein. Man sieht, ich habe zu viel Eisen gehabt. Ich habe echt so viel Eisen. Boah, ich kann mich damit totschmeißen. Hier VIP-Lounge. Und hier ist dann der Gang für... Ja, wie nenne ich das jetzt? Fürs Fußvolk. Kann man hier so rum und kann man sich hier hinsetzen und dann hier jubeln. Hey, und wenn man keine Lust mehr hat, dann geht man halt wieder. Snackt sich ein paar Hühner. So. Oder Spinnen. Schießt wie eine Mutti. Du auch. Ja, jetzt machen sie mir eh keinen Schaden, da ich ja im Kreativmodus bin. Gut. Dann schauen wir mal kurz aufs Handy, was die Uhrzeit sagt. Beziehungsweise die Zeit. Ah, wird knapp. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir einfach mal die Folge.
und sehen uns hoffentlich bald wieder. Tschüss.